weitere 5 Zeitchecks qualifizieren sich für das Finale morgen um 14.25 Uhr. Ja, und der erste Vorlauf, der hat es gleich in sich. Auf der Bahn 3, da sehen wir den überragenden Jugendlichen auf dieser Strecke in diesem Jahr. Fast eine Sekunde Vorsprung hat er in der deutschen Top 10 Liste. Am 4. der U20 Weltmeisterschaften von Moncton, von der LG Nike Berlin, Marco Kaiser ist das. Ja, und er bekommt es in diesem Vorlauf zu tun mit dem deutschen Jugendhalbmeister von 2010 auf der Bahn 4, Stefan Goroll von der DJK Friedberg. Und der trifft hier auf seinen Kontrahenten aus dem Hallenfinale. Es muss da einen Zielbildentscheid geben um 1000 Sekunden. Sascha Jantjeder auf der Bahn 5, leider für den TV-Abscheid. Hallenvizemeister in diesem Jahr. Außerdem mit dabei auf der Bahn 1 Lukas Zett von der LG Tennis Finanz Regensburg. Frederik Bolaube von der LG Lemgo auf der Bahn 2. Florian Goltschig vom TV Grenzer auf der Bahn 6. Laurentin Foxreuter von der LG Zell Land auf der Bahn 7 und Fabian Kubek von der LG Nordrhein-Westfalen auf Bahn 8, der erste Vorlauf, 400 Meter der männlichen Jugendarm. Thank you.